Ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier von Russian Fishing 4. Heute mal wieder auf Karpfen. Und es fängt gerade schon direkt wieder an hier. Ich habe an diesen drei Routen zwei Arten von Ködern sozusagen dran. Und bin im Moment ganz zufrieden damit, was hier gerade abgeht. Also ihr Lieben, legen wir los. Gucken wir mal eben direkt, was hier dran ist. Das hier ist die simpelste Montage. Die anfängerfreundlichste Montage. Zack. Für Schuppenkarpfen, aber auch für einige Amure. Und da haben wir jetzt hier einfach nur mal eine Kartoffel dran und die einfache Karpfenmische. Und bei den beiden anderen ist es jeweils eine Pop-Up-Montage. Und die ist komplett mit Sahne bestückt. Schauen wir uns auch gleich nochmal eben an. Tja, wer es noch nicht erkannt hat, wir sind hier am Bärensee, am ehemaligen Karpfenpuff. Und da geht es schon wieder weiter auf der Sahne. Und die Frequenz ist echt ganz gut. Koordinaten hier sind 55... 63, jetzt geht die Kartoffel auch noch mit rein. Also hier, man sieht das ja hier so schön, hier ist diese Schilfbank, dieses Dreieck, das sieht man ja hier vorne, diese Spitze. Und hier werfen wir quasi in diesem Bereich, man kann auch ein bisschen weiter werfen, aber ich bin hier ganz zufrieden, werf quasi hier vorne ans Ende von dieser Reihe, von dieser Schilfreihe. Direkt ans Ende, wo es da frei wird. Und ja, bisher lüptet. Ich bin ganz zufrieden, wie es gerade läuft. Wenn man mal schaut, jetzt 10 Minuten. 8, 9, ja, 10 Minuten, 10 Fische. Und die nächsten zwei stehen schon in der Warteschlange. Da ist das schon ganz okay. Gucken wir nochmal kurz hier in diese ganz simple Montage rein. Hier sind einige Amure bisher auch dran gewesen. Das ist jetzt hier einfach nur simple Monoschnur. Man kann natürlich auch eine leichtere Schnur nehmen, wenn das Setup dementsprechend auch leichter ist. Ich sag mal sowas wie eine, ich sag mal 15 bis 19 Kilo für den Anfang. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich habe hier einen Futterkorb, die Inline-Montage habe ich hier dran. Man kann da natürlich auch mit der normalen, vielleicht mit der Paternoster-Schlaufmontage. Sollte eigentlich alles funktionieren. Korb, die ganz normale Basis-Futtermische für Karpfen, die ist dran. Und dadurch, dass es ja jetzt hier eine Monoschnur ist, habe ich kein Vorfach verwendet, sondern direkt auf die monophile Schnur den Haken dran und dann eine olle Kartoffel da drauf. So schmeiße ich das Ding rein und auch hier ganz knapp ausgeworfen, hier vorne hinter das Grün. Also direkt hier an die Spitze. Und hier haben wir jetzt einen Biss auf die Sahne. Auf die Köderkombi, also die beiden Routen hier, die 2 und die 3. Die waren bisher, sehr geil, Vorführeffekt. Bei denen waren bisher jeweils die größeren Fische dran. Gucken wir nochmal eben rein. Das ist jetzt hier das Pop-Up-Rig mit der Köderkombination süße Sahne, Sahneweiß, dieser Kunstmais obendran nochmal und Sahne als Mische oder als Dip, genau. So, und das ist quasi diese Dreierkombination. Diesmal jetzt kein PVA, Pop-Up-Rig, gucken wir gerade nochmal eben rein beim Grundfischen. Die Pop-Up-Montage, Pop-Up-Rig ist hier. Also ich habe es auch nicht geskillt. Trotz allem funktioniert das wirklich ganz gut. Auch zuletzt am Bernsteinsee war ich ja auch dazu gange, auch ungeskillt. Also es funktioniert auch ohne, dass man da Skillpunkte reintut. Karpfenrouten hatte ich natürlich geskillt. Die Inline-Montage habe ich auch geskillt. Ich bin ja halt häufiger auf kleinere Fische unterwegs, auch am fließenden Gewässer. Von daher passte mir die Inline halt ganz gut. Da haben wir jetzt ein bisschen was Dickeres dran.
Wenn ihr euch natürlich komplett auf Karpfen spezialisiert, nehmt die ganzen Skillpunkte im Grundangeln mit. Bam, schöner Spiegelkarpfen. Den noch als Trophy, das wäre schon richtig geil, ey. So, dann auch wieder da vorne hin. Ganz locker ausgeworfen, bisschen straffen. Und es piept fröhlich vor sich hin. Das Schöne ist beim Karpfenangeln immer, man kann es so schön passiv machen. Den schmeißen wir wieder rein. Der erste Unmaßige. Deswegen habe ich in der Regel auch diese nervigen Pieper da dran. Weil ich dann halt nebenbei noch andere Sachen machen kann. Vielleicht einen Stream gucken. Oder YouTube gucken. Irgendwas in der Art geht schon. Guck mal, da, zack, gerade ausgeworfen. Lüppt die Kartoffel wieder. Und das ist, also das ist wirklich die simpelste Montage. Da sollte eigentlich jeder mit klarkommen mit der Montage. Einfach nur die Kartoffel drauf. Und die Basis-Futtermische. Wenn man hier N drückt, kommt man ja in die Mischen rein. Futtermische. Moment. Das waren ja auch die vorgegebenen sogar schon. Karpfen. Hier ist sie. Erbse, die Fliegenmaden, dann haben wir hier den Mais und einfach Vanille. Und dann ballert man sich da die Bällchen, macht die fertig und tut die in die Körbe mit rein. Auch wieder ein kleiner. Also die ersten Stunden heute Morgen, hat man ja gesehen, ist auch von der Bissfrequenz, waren schon richtig gut. Gucken wir mal, wie es jetzt so den Tag über geht. Jetzt haben wir gerade erstmal 10 Uhr. Die Sahne lüppt. Die Sahne lüppt nicht nur hier. Die Sahne lüppt auch. Hier vorne habe ich schon getestet. Ne, Moment, hier ist es. Hier habe ich schon getestet. Und hier unten 55, 33 habe ich auch schon getestet. Wenn man da so ganz knapp nur auswirft. Vielleicht geht das sogar ganz oben am Ende. Oh, die werden aber gerade klein, ey. Ich glaube, ich werfe die eine mal weiter bis hinten an die Schilfkante. Zack. Wenn ihr jetzt fragt, wie der Clip ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, wie weit man da klippen muss bis zur Schilfkante. Vielleicht einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Auch hier jetzt, ich klippe halt irgendwie nie oder äußerst selten. Macht halt irgendwie auch am meisten Sinn, wenn man irgendwo einen Futterteppich hingelegt hat oder so. So, jetzt geht er hier noch runter. Komm, gönn dir! Und da geht er runter. Zack! Und geht sogar in die Bremse. Hallo. Ja, so wollen wir das. Bremse ist zwar noch ziemlich low. Na, will er noch ein bisschen? Ich mache erstmal noch nichts. Und lasse ihn erstmal noch ein bisschen ziehen. Und dann drehen wir mal langsam hoch hier die Bremse. Ja, das geht doch. Das geht doch. Ganz so fett ist er nicht. So, schön stresslos reinkurbeln, da geht's schon wieder weiter. Auf der Kartoffel nochmal, auch ein schöner Amur, jawohl. Ja, Amure gehen und eben auch bisher die Schuppis und die Spiegelkarpfen. Also alles in allem wirklich gut. Ich bin ganz zufrieden damit. Wie gesagt, die Frequenz ist gut. Die Fischgröße ist voll okay. Die ist natürlich jetzt, also hier auf der Kartoffel halt häufig mal die kleineren. Zack. Aber das ist soweit alles okay. Und so für nebenbei mal. Ja, das sind ja 17 Karpfen auch schon.
das ist doch schon krass. Und ich glaube, der Bim ist schon wieder. Wieder auf der Kartoffel. Wenn ihr euch vorstellt, dreimal Kartoffel bei der Frequenz, da sollte einiges gehen. Also für Anfänger. Und da geht die nächste auch schon. Da ist was Kleines. Machen wir den schnell. Können wir direkt wieder reinschmeißen? Ne, doch nicht. Der passt sogar. Und wie gesagt, für den Anfang jetzt die Tage nochmal geguckt, so für den Start, wenn man da so eine Fortuna FD420 hat mit 19 Kilo, dann 17er Vorfach hier dran, dann geht das doch schon ganz gut, ey. 17er Vorfach, 19er Schnur und dann irgendwie 14, 15 Kilo Bremskraft dann auf der Rolle. Dann sollte man hier einiges rausziehen können. Der erste Biss jetzt da ganz hinten. Ich habe ja jetzt gerade an die Schilfkante geworfen. Gucken wir mal, ob da andere Fische stehen. Aber auch da hinten beißen sie. Auch wieder ein Amur, ne? Ja. Die Graskarpfen, die sahnigen. Kommen wir denn hier ein bisschen weiter? Ich werfe dann mal weiter. Jetzt bis in das tiefe 3,5er Loch. Zack. Bisschen absinken lassen. Und dann auch hier nochmal stramm ziehen. So. Genau, also der weiß ein ganzes Stückchen weiter. Müsste mitten, gucken wir mal der Linie nach. Ja, liegt also mitten im 3,5 Meter Loch. Aber auch hier vorne lüppt es direkt wieder auf der Kartoffel. Zack, und die nächste Sahne geht rein. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut, es ist ganz entspannt. Läuft schon, ich sag mal, locker mal eine Woche. Locker mal seit einer Woche haben wir die Sahne immer wieder als... Also ich habe es mehrfach jetzt schon getestet. War immer wieder gut. Hoffen wir mal, dass es noch ein bisschen länger läuft. Ob das jetzt die süße Sahne-Kombi ist oder auch mal ruhig mit Kokossahne probieren. Wobei ich jetzt gerade, wo ich hier angefangen habe, die beiden Pop-Up-Montagen hier, die 2 und die 3, hier war einmal Kokos drauf und hier war einmal süße Sahne drauf. Und da war bei der süßen Sahne war dann deutlich mehr und mehr Frequenz. Und bei der Kokos ging halt gar nichts los. Und dann habe ich irgendwann umgebaut. So auch einfach mal testen, wenn ihr irgendwas Neues ausprobiert. Ähnliche Montagen oder so. Und da, wo dann die Frequenz ist, einfach Gas geben, ne? Dann irgendwann mal umbauen und gucken, ob man da nicht sogar noch mehr rausziehen kann. Ja, ich finde, also Frequenz passt. Im Großen und Ganzen. Maßige Fische. Richtig gut, 23 Stück jetzt schon. So kann das laufen. Nonstop bisher, ey. Affengeil. Ja, das nächste wäre dann natürlich noch verschiedene Stellen ausprobieren. Wenn man diese ganzen Montagearten noch nicht kann, wie gesagt, einfach mit der Kartoffel oder auch mal vielleicht mit dem Käse. Man kann auch direkt hier vorne in diesem Bereich angeln. Hier waren jetzt die letzten Tage auch gerne mal die Barben mit dran. Dann vielleicht einfach mal hier eine Route oder dann hier vielleicht mal so einen Spot machen mit Barbenmische kombiniert. Und dann hier auch immer Käse, Käsekartoffel oder Tauwurm sollte eine Barbe mal drauf gehen. Wenn ihr da mit Boilies schon zugange seid, auch ruhig mal, was so in Richtung Muschel oder Krebs geht, das kann man auch ruhig probieren für die Barben. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hier vorne in dem Bereich, hier an der Spitze von der Schilfkante, da einfach reinballern. Bisher lüppt das ganz gut. Ja, wie lange das funktioniert, ist halt immer die Frage. Es gibt ja immer mal wieder so Aussetzer, wo man dann eine Stunde hier angelt und danach ist auf einmal Flaute.
Was man machen kann, ist dann entweder zu einem anderen Gewässer fahren oder vielleicht mal ausloggen und nochmal neu einloggen. Und mal gucken, ob es danach wieder fängig ist. Weil es da schon manchmal irgendwie so Bisspausen gibt, die dann, wo es dann halt richtig abreißt. So, ja, ich würde sagen, ich angle hier noch ein bisschen weiter. Einfach nur ein kurzes Video vom Bärensee. Ja, einfach mal ausprobieren, wenn ihr Fragen habt dazu. Der nächste Stream startet ja jetzt heute auf Montag wieder. Oh, da haben wir noch einen dicken dran. Montags, mittwochs und freitags auf Twitch, Feierabend TV. Da wird geangelt. Oh, da haben wir wirklich einen größeren dran. 32 Kilo Monoschnur. Wahrscheinlich ein Amur. Also wenn ihr da Fragen habt, einfach mal gerne im Livestream vorbeischauen. Da gibt es auch jede Menge Angler, die auch sehr viel Erfahrung haben mit allen möglichen Angelmontagen und mit den ganzen Gewässern. Da kann man sich immer gut austauschen. Schöner Amur. Zack, den nehmen wir noch eben mit. Und ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Den Kanal vielleicht noch abonnieren. Liken und ja, haut da rein. Petri, bis zum nächsten Mal. Tschüss.